So, herzlich willkommen zur dritten Vorlesung Aktienrecht 2017-2018. Wir haben in der letzten Stunde behandelt die Gründung und Sie können sich inzwischen die letzte und die vorletzte Vorlesung auch schon als Video ansehen. Dann können Sie das alles nochmal spannend sich zu Hause angucken oder auf dem Handy in der Straßenbahn die Leute um sich herum nerven oder Ihre Oma zeigen, was immer Sie damit auch wollen. Wir haben heute das Thema Finanzverfassung, aber wir haben noch einen kleinen Überhang aus der letzten Stunde. Bevor wir aber dazu kommen, noch eine Wiederholung anhand dieser Kontrollfragen aus der Gliederung. Angefangen mit der ersten Frage: In welchen Schritten erfolgt die Gründung einer Aktiengesellschaft? Wie werden Rechtsfähigkeit und Haftung vor Eintragung der Gesellschaft ausgestaltet? Das ist keine schwierige Frage. Wie gründen Sie eine AG? Was braucht man dafür? Ja. Ja. Genau. Also Sie brauchen einen Vertrag zwischen den Gesellschaftern, die Satzung, deren Inhalt ist in 23 geregelt und gleichzeitig eine Übernahmeerklärung im Hinblick auf die Aktien. Es muss also jede Aktie übernommen werden, es darf keine freien Aktien mehr geben. Das ist eine Verpflichtungserklärung der Aktionäre. Was brauchen wir noch? Die Einlagen müssen eingezahlt werden. Die Einlagen müssen erbracht werden, § 36a Aktiengesetz. Da müssen wir unterscheiden zwischen Bareinlagen und Sacheinlagen. Was müssen Sie bei Bareinlagen machen? Ja, Geld überweisen oder in bar an den Vorstand zahlen, wobei den kompletten Betrag, die komplette Einlage. Ja, in der Tat ein Viertel auf die Einlage, aber was müssen Sie möglicherweise doch noch darüber hinaus zahlen, haben wir auch gesehen. Die Aktien können ja auch für einen höheren Betrag als ihren Nennwert ausgegeben werden. Wo haben wir das gesehen? Ja. Ja. Agio. Ja. Das ist das sogenannte Aufgeld, das Agio. Das müssen Sie voll einbezahlen. Also wenn die Aktie einen Nennbetrag von 1 Euro hat, aber für 10 Euro ausgegeben wird, müssen Sie von dem 1 Euro nur ein Viertel einzahlen, das heißt 25 Cent. Und den restlichen Betrag, also 9 Euro komplett, also 9,25 Euro. Schwierig? Nein. Gut. Dann haben wir die Einlagen. Wir haben aber auch noch andere Art von Einlagen. Was ist nämlich alternativ zur Baranlage auch denkbar? Die Sacheinlage. Was ist eine Sacheinlage? Das ist relativ einfach. Was ist eine Sacheinlage? In Abgrenzung zur Bareinlage? Ja. Ja, alle bewertbaren Gegenstände, die nicht bar oder Buchgeld sind. Das heißt, es können Forderungen sein gegen Dritte, es können sein Patente, Marken, es können sein Grundstücke, Autos, Computer, es können ganze Unternehmen sein, alles, was nicht bar oder Buchgeld ist. Ja, was sagt das Gesetz dazu? Was muss ich dabei beachten, wenn ich eine Sacheinlage machen will? Ja.
Ja, die sind nach 36a Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz vollständig zu leisten. Aber wir haben gesehen, wenn wir da einen Satz weiter gucken, kommt welches Problem? 36a Absatz 2 Satz 2. Ja. Das Problem ist, dass die Leistung innerhalb von 5 Jahren erbracht werden kann. Und bei der Bareinlage müssen Sie ein Viertel sofort. Genau, bei der Bareinlage müssen Sie ein Viertel sofort zahlen und das Agio komplett. Bei der Sacheinlage, sagt das Gesetz dagegen, haben Sie theoretisch 5 Jahre Zeit. Das heißt, die Sacheinlage würde Ihnen deutlich mehr Zeit geben. Sie müssten 5 Jahre erstmal gar nichts tun, außer dem Versprechen. Sie sagen, ich verspreche, mein Auto einzubringen und lassen sich dann 5 Jahre Zeit. Deshalb ist umstritten, ob die Norm wirklich so gemeint ist. Was sagt nämlich die Mindermeinung? Wie will die das theologisch reduzieren oder auf welche Fälle will die das beschränken? Was kann man da machen? Die Norm scheint ja auf den ersten Blick relativ eindeutig. Welche Fälle kann das meinen? Wenn ein Drittel zu übertragen an der Sacheinlage möglich ist. Genau. Die Mindermeinung sagt, 36a Absatz 2 Satz 2 meint nur den Fall, dass der Gesellschafter versprochen hat, dass ein Dritter der Gesellschaft die Sache gibt. Wie kann das passieren? Zum Beispiel im Fall von 931 BGB. Sie sind Eigentümer einer Sache, die Sie aber gar nicht selber haben, die Sie momentan verliehen oder vermietet haben. Dann können Sie einbringen den Anspruch gegen den Mieter oder Entleiher auf Übergabe der Sache, der muss ja herausgeben an Sie, an die Gesellschaft. Und diese Sache wäre dann eine eingebrachte Leistung und dann sagt der 36a Absatz 2 Satz 2 nach dieser Auslegung nur, dass dieser Anspruch gegen den Mieter innerhalb der nächsten 5 Jahre erfüllt werden muss. Mehr sagt die Norm dann nicht. Die herrschende Meinung sagt, das ist Quatsch, das kann man der Norm nicht entnehmen, dass es um Ansprüche gegen Dritte geht. Die erstreckt das auf alle Sachen, die eingebracht werden muss, das heißt auch Sachen, die der Aktionär selber hat oder Sachen oder sonstige Rechte, die er schon hat, die muss er erst in den ersten 5 Jahren verschaffen, hat also theoretisch bis zu 4 Jahre und 11 Monate und 30 Tage Zeit. Das heißt, Sie haben eine Besserstellung für die Sacheinlage. Aber was brauchen Sie für die Sacheinlage, bevor Sie überhaupt so eine Sacheinlage annehmen dürfen? Kann man einfach so sagen, ach, ich bringe heute doch kein Geld, heute bringe ich lieber mein Auto. Auto ist besser, weil brauche ich nicht mehr. Können Sie einfach so wechseln von der Sacheinlage zur Bareinlage? Ja. Sacheinlagen müssen ausdrücklich in der Satzung geregelt werden. Wenn das also nicht drinsteht, müssen Sie in bar leisten. Das heißt, alles, was nicht Bareinlage ist, muss ausdrücklich in der Satzung geregelt werden. Gut, also den Kapital machen wir gleich noch ein bisschen näher. Was brauchen Sie noch? Also wir haben jetzt festgestellt, Sie müssen die Satzung feststellen. Das heißt, Sie müssen einen Gesellschaftsvertrag schließen und die Einlagepflicht übernehmen. Dann haben wir festgestellt, Sie müssen die versprochenen Einlagen auch erbringen, wobei Sie bei der Sacheinlage bis zu 5 Jahre Zeit haben, bei der Bareinlage auch nur ein Viertel einbringen müssen. Es gibt auch mehr Sachen, die Sie brauchen. Was braucht eine AG noch zum Leben außer Geld? Organe. Welche Organe müssen Sie denn bestellen? Den
Aufsichtsrat, den Vorstand und den Abschlussprüfer? Ja, Sie müssen zunächst mal den Aufsichtsrat bestellen. Wer bestellt den Aufsichtsrat? Wer entscheidet, wer Aufsichtsrat wird? Die Gründer. Ja, die Gründer bestellen den ersten Aufsichtsrat. Werden die Arbeitnehmer gefragt? Wenn es schon welche gibt? Wenn es 500 gibt, oder 1000, oder 10.000, oder 100.000? Haben die Gründer, haben die Arbeitnehmer irgendwas zu sagen? Nein. Der erste Aufsichtsrat ist mitbestimmungsfrei. Da haben Arbeitnehmer noch nichts zu sagen. Dann brauchen wir einen Vorstand. Wer bestellt denn den Vorstand? Der Aufsichtsrat. Gut, müssen wir das alles auswendig wissen oder steht das auch im Gesetz? Ja, sehr gut. Also, wir wissen, die Organe werden ganz normal bestellt. Die Gründer, in Anführungszeichen die Hauptversammlung, wählt den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand. Gut, damit haben wir das und damit haben wir schon Organe. Wie viele Aufsichtsratsmitglieder braucht man? Ja. 95 Satz 1, Sie brauchen drei Aufsichtsratsmitglieder, mehr brauchen Sie erstmal nicht beim ersten Aufsichtsrat, das heißt, das geht schon mal. Wie viele Vorstandsmitglieder brauchen Sie? Einen, genau. Sie brauchen beim Vorstand nur mindestens einen, das heißt, Sie brauchen insgesamt vier Personen und dann können Sie weitermachen mit der Gründung. Gut, was kommt denn dann noch auf Sie zu, wenn Sie Kapital, Organe und Gesellschaftsvertrag haben? Ja, Sie müssen das Ganze im Handelsregister anmelden. Da wird es dann letztendlich eingetragen und bekannt gemacht. Und wir werden gleich noch sehen, dazwischen folgt noch eine Prüfung. Gut, das ganze Verfahren kann sich eine ganze Weile hinstrecken. Was gilt in dem Zeitraum zwischen Vertragsschluss und Eintragung? Ja. Ja, wir haben auch hier wie bei der GmbH eine Vorgesellschaft. Das heißt, es ist eine rechtsfähige Organisation, für die die Regeln des Aktiengesetzes gelten, soweit sie die Eintragung noch nicht voraussetzen. Das heißt, sie ist rechtsfähig und kann schon Verträge abschließen. Was gilt mit der Haftung der Handelnden? Woraus ergibt diese hier? Sie wissen, wer Verträge für die Gesellschaft abschließt, bevor sie wirksam eingetragen ist, haftet persönlich und gesamtschuldnerisch. Wo steht das? Ja? Ja. 41.1.2. Wir haben also eine persönliche Haftung der Handelnden für Verbindlichkeiten vor Eintragung. Und dann haben wir noch gesprochen über die Vorgründungsgesellschaft. Wann besteht eine Vorgründungsgesellschaft? Ja, ab der Verabredung zur Gründung der Aktiengesellschaft, das heißt für den Zeitraum bis zum Abschluss des notariellen Vertrages, das heißt in dem Moment, wo Sie beim Notar den Vertrag geschlossen haben, endet die Vorgründungsgesellschaft. Was gilt für die Vorgründungsgesellschaft? Was ist das für eine Rechtsform? Ja, es ist eine GbR. Der gemeinsame Zweck ist die Gründung der AG. Frage, was ist das Problem bei dieser GbR, wenn das Ziel oder der gemeinsame Zweck die Gründung einer Aktiengesellschaft ist? Ja. Das Problem ist, dass Sie auf einer Aktiengesellschaft die notarielle Urkunde des Vertrages benötige. Und deswegen würde jetzt, wenn die GbR vollumfänglich haften und gründen würde, der Schutz der GmbH. Genau.
Also in der Tat, wir würden hier die Schutzvorschriften, die Warnfunktion der Wohnung umgehen. Deshalb ist die im Regelfall formunwirksam, wenn die nicht ihrerseits notariell beurkundet worden ist. Aber solange die irgendwelche Geschäfte tätigt, gilt sie als fehlerhafte Gesellschaft als wirksam, also alles beim Alten. Wir haben auch gesehen, es gibt in der GmbH in § 24 eine Ausfallhaftung der Gründer für die anderen, wenn die ihre Einlagen nicht erbringen. In der AG gibt es das im Grundsatz nicht, aber wir haben gesehen, es gibt eine sehr eingeschränkte Gründerhaftung. Formalia bei der AG-Gründung haben wir gesehen, wir brauchen den Notar, wir haben die Satzungsstränge und die Handlungen werden dann vom Vorstand durchgeführt, sobald er bestellt ist. Das heißt, wir haben hier ganz normal die Formalia des Aktiengesetzes. Grundlegende Entscheidungen bei der Gründung. Wir haben gesehen, die Satzungsflexibilität ist relativ eingeschränkt, aber was kann man denn so alles regeln? Wir haben da in 23 ja schon so einige Sachen gesehen. Was sind so die Sachen, die Sie grundlegend entscheiden? Ja. Was für eine Art von Aktien ausgegeben wird, also Nennbetrag oder Stück. Stückaktie, genau. Ich denke mal sowas. Ja. Also in der Tat, Sie können zunächst mal festlegen, wie hoch das Grundkapital ist, das heißt, wie viele Aktien Sie insgesamt haben wollen. Dann können Sie festlegen, ob Sie Stückaktien oder Nennbetragsaktien haben wollen. Das heißt, Sie können überlegen, wie dieser Kuchen dann verteilt wird. Sie können ein Agio festlegen und sagen, ich möchte die Aktien für einen höheren Betrag ausgeben. Sie können aber auch sagen, die werden genau zum draufgedruckten Betrag verteilt. Dann können Sie in der Tat entscheiden, ob es Inhaber- oder Namensaktien sind, ob es Vorzugsaktien gibt. All diese Fragen können Sie klären. Sie können dann theoretisch auch den Unternehmensgegenstand festlegen und sagen, wir werden demnächst Restaurants betreiben oder Fabriken bauen. All das müssen Sie da festlegen. Satzungsänderungen gehen nur mit Dreiviertelmehrheit, das heißt, da müssen Sie gründlich überlegen, was Sie da reinschreiben und das ist Ihr Gestaltungsspielraum. Und jetzt ist das Bild weg und es kommt wieder. Sehr faszinierend. Ja, damit sind wir auch beim Thema Grundkapital. Was ist das Grundkapital? Ist das das gesamte Vermögen der AG? Ist alles, was der AG gehört, das Grundkapital? Was verstehen Sie unter einem Grundkapital? Das sagt der Name schon fast. Grundkapital? Nie gehört? Keine emotionale Bindung zu diesem Thema? Was ist das Grundkapital? Das ist das Eigenkapital des Unternehmens, womit das Unternehmen arbeiten kann. Und das ist auch die Summe, für das die ökonomische Person dann letztlich abdruckt. Aha. Also Sie sagen, das ist das Eigenkapital des Unternehmens. Das heißt, alles andere kann kein Eigenkapital sein. Und es ist das, womit die juristische Person hinterher haftet. Das heißt, mit mehr haftet sie nicht. Das heißt, Sie gucken, was das Grundkapital ist, dann wissen Sie, mehr ist nicht rauszuholen. Ja, die können natürlich darüber hinaus auch andere Vermögenswerte haben, die nicht im Eigenkapital sind. Und was gehören die dann? Wenn die kein Eigenkapital sind, was sind die dann? Das muss mindestens erhalten bleiben. Es darf also nicht
Nee, also das Grundkapital darf nicht angefasst werden, sondern das ist dazu da, um auch die Gläubiger zu sichern. Aber darüber hinaus, es kann natürlich noch Aufgeld vereinbart werden, das gehört ja dann auch zum Eigenkapital. Mhm. Und es muss eben nicht, es muss nur zum Drittel eingezahlt werden. Und ich denke mal, das dient einfach zum Schutz der Gläubiger, dass zumindest das Grundkapital in der Form noch erhalten ist. Okay. Lassen wir Ihnen ein Beispiel geben. Stellen wir vor, wir gründen eine AG, die genau 50.000 Grundkapital hat. Und im ersten Jahr macht sie Gewinn in Höhe von 50 Milliarden Euro. Wie hoch ist das Eigenkapital? Das Grundkapital ist 50.000. Wir haben es alles komplett am ersten Tag eingezahlt und sie macht 50 Milliarden Euro Gewinn im ersten Jahr. Wie hoch ist das Eigenkapital nach dem Ende des ersten Jahres? Das ist relativ trivial. 50 Milliarden und 50.000. Denn was ist der Gegenbegriff zu Eigenkapital? Fremdkapital. Was ist Fremdkapital? Wo kommt das her? Wem gehört das? Was verstehen Sie unter Fremdkapital? Zum Beispiel Darlehen von der Bank. Ja, das ist alles, was Sie an Schulden haben. Also Darlehen, die Sie an der Bank haben, oder ausstehende Forderungen oder ausstehende Verbindlichkeiten für Kaufpreis, für Werkleistung und Ähnliches. Das heißt, das Eigenkapital erhöht sich immer dann, wenn Sie Gewinne machen, und es fällt dann, wenn Sie Geld ausschütten. Das Eigenkapital hat also nichts mit dem Grundkapital zu tun auf den ersten Blick. Das Grundkapital ist ein Teil des Eigenkapitals, und wodurch zeichnet sich dieser Teil des Eigenkapitals aus? Und das ist das Entscheidende. Was ist das Besondere am Grundkapital als Teil des Eigenkapitals? Ich darf das Grundkapital nicht ausschütten. Ja, ich darf das Grundkapital nicht ausschütten. Das normale Eigenkapital darf ich theoretisch an die Gesellschafter verteilen. Das Grundkapital ist vor dem Zugriff der Gesellschafter geschützt. Was darf ich mit dem Grundkapital aber machen? Was darf ich mit dem Grundkapital generell machen? Ich muss jetzt sozusagen am Sparstrom fallen. Das heißt, wenn ich 50.000 Grundkapital habe, dann müssen diese 50.000 auf dem Konto liegen, so wie eine Mietkaution, und dann darf ich nur die Zinsen davon verwerten. Was kann ich mit den 50.000 machen? Ja, man kann damit machen, was man will. Darf man dem Vorstand sein Gehalt aus diesen 50.000 zahlen? Der Vorstand kriegt jeden Monat 5.000 Euro und Sie machen keine Gewinne. Dürfen Sie dann die 50.000, die Sie einmal eingezahlt haben, nehmen, um dem Vorstand sein Gehalt zu zahlen? Was meinen Sie? Ja, ganz normale Verbindlichkeit. Ja, ganz normale Verbindlichkeit. Sie dürfen das Gehalt des Vorstandes aus dem Grundkapital zahlen. Das Grundkapital ist nur davor geschützt, dass es an die Gesellschaft ausgeschüttet wird. Alles andere ist egal. Ja? Klar die Idee? Also es ist ein kleiner Teil des Eigenkapitals und die Besonderheit liegt darin, dass es gebunden ist. Das heißt, es darf nicht an die Gesellschaft ausgeschüttet werden. Sonst darf es aber für jeden Zweck genutzt werden. Theoretisch kann der Vorstand ins Casino gehen, die 50.000 nehmen und alles auf die Null setzen. Das kann er machen. Das ist nicht gebunden in der Hinsicht, dass er das nicht investieren darf. Er kann es auch in ganz riskante Sachen investieren. Er darf es nur nicht in Aktionären geben. Das Einzige, was er nicht darf. Gut, soviel klar zum Thema Grundkapital. Mindesthöhe nach deutschem Recht ist 50.000. Wir haben gesehen, das geht auf eine Richtlinie der EU zurück. Was ist die europäische Mindesthöhe? Ist die auch 50.000? Die liegt bei 25.000. Das heißt, in Deutschland sind wir strenger, als wir sein müssen. Wir könnten also theoretisch zurückgehen. Aber das ist die Untergrenze. Muss es vollständig eingezahlt werden? Nein, haben wir eben schon gesehen. Es reicht ein Viertel und der Rest ist halt frei. Gut, Sacheinlagen und Sachübernahmen. Sacheinlagen gucken wir mal ins Gesetz, in 27. Sacheinlagen und Sachübernahmen. Was ist eine Sachübernahme? Das ist eine Bareinlage mit Zweckbindung. Genau. Also grundsätzlich sagt das Gesetz, müssen Bareinlagen zur freien Verfügung der Gesellschaft erbracht werden. Das heißt, der Vorstand muss mit dem Geld machen dürfen, was er will.
Bei einer Sachübernahme wird dem Vorstand aber gesagt, hör mal, du musst das Geld verwenden dafür, das und das anzuschaffen. Und dann wird der Gesellschafter so behandelt, als hätte er die Sache, die der Vorstand beschaffen muss, direkt eingebracht. Das heißt, die Sachübernahme wird genauso behandelt wie die Sacheinlage. Ob ich ihm nur das Geld gebe, die Sache kauft oder direkt die Sache gebe, spielt keine Rolle. Sachübernahmen und Sacheinlagen behandelt das Gesetz gleich. Was ist zu beachten, wenn man diese vereinbart? Es muss in der Satzung geregelt werden. Und ja, das war diese Sache. Da haben wir letzte Woche aufgehört. Das ist dieser Streit, den ich eben angesprochen habe. Was bedeutet 36a Absatz 2 Satz 2? Die einen sagen, grundsätzlich habe ich immer 5 Jahre Zeit, meine Sacheinlage zu erbringen. Die anderen sagen, das gilt nur, wenn die Sacheinlage in der Abtretung eines Anspruchs auf Übertragung gegen einen Dritten gerichtet ist. Das heißt, bei 931 BGB oder bei 398 BGB. Das heißt, das wäre nur dafür anwendbar. Jetzt kommt was Schwieriges. Da werden Sie jetzt verwirrt sein. Es gibt eine Regelung, die nennt sich Nachgründung. Und Nachgründung will der Gesetzgeber Folgendes regeln. Wir haben die AG wirksam gegründet und jetzt geht die AG hin und sie schließt einen Kaufvertrag mit einem ihrer Gründer über den Erwerb von Sachen oder die Erbringung von sonstigen Vermögensgegenständen, zum Beispiel Patent oder Ähnliches, und soll dafür 10% oder mehr ihres Grundkapitals verwenden. Dann sagt das Aktiengesetz, wenn ich einen solchen Vertrag schließe, in den ersten 2 Jahren, dann muss die Zustimmung der Hauptversammlung eingeholt werden und das Ganze muss im Handelsregister eingetragen werden. Also nochmal, ich habe eine gegründete AG und die kauft von einem Gründer für 10% oder mehr ihres Grundkapitals eine Sache. Dann ist dieser Kaufvertrag nur wirksam, wenn die Hauptversammlung, das heißt die anderen Gesellschafter, zustimmen und das Ganze in das Handelsregister eingetragen wird. Können Sie sich vorstellen, was der Gedanke hinter dieser Regelung ist, mit dem tollen Titel Nachgründung? Warum macht man sowas? Ja? Ja, das Problem ist natürlich, wenn ich die Sacheinlage erbringe, dann muss ich dafür die Satzung entsprechend geregelt haben. Das heißt, die anderen müssen zugestimmt haben. Und das steht im Handelsregister, dass die Gläubiger sind gewarnt und wissen, da ist nur ein Auto eingebracht worden, kein Bargeld. Über diese Regelung soll verhindert werden, dass es umgangen wird, indem zuerst mal Geld eingezahlt wird und dann nach 1,5 Jahren gesagt wird, okay, wir nehmen das Geld, was du damals eingezahlt hast und kaufen jetzt dein Auto. Deshalb wird das so behandelt, als hätte ich von vornherein eine Sacheinlage vereinbart und ich muss alle Voraussetzungen einer Sacheinlage erfüllen. Das heißt, ich muss eine entsprechende Eintragung im Handelsregister haben und ich muss einen Hauptversammlungsbeschluss haben. Das heißt, ich habe alle Voraussetzungen der Sacheinlage nachträglich zu erfüllen. Da das aber bei jedem Kleinkram sehr problematisch wäre, hat man diese 10%-Grenze gemacht und gesagt, es muss schon um ein erhebliches Geschäft gehen. Das heißt, für irgendwelche Kleingeschäfte, wenn der irgendwelche Kugelschreiber oder sowas verkauft, oder, was weiß ich, eine Rose verkauft, dann ist das egal. Das Ganze ist außerdem zeitlich begrenzt, 2 Jahre nach der Gründung. Der Grund dafür ist, dass man sagt, naja, wenn das jetzt wirklich Großinvestoren sind, kann es sein, dass die ständige Geschäftsbeziehungen haben. Da wäre das sehr umständlich, wenn man ständig die Hauptversammlung einberufen muss. Sie sehen weiterhin hier, es muss eine Gründungsprüfung stattfinden. Das heißt, es muss geprüft werden, ob die Sache wirklich werthaltig ist. Das gucken wir uns gleich noch näher an. Und es gibt eine Privilegierung für die laufenden Geschäfte der Gesellschaft, die Zwangsvollstreckung und den Erwerb an der Börse. Wenn die Gesellschaft also Autohändler ist, dann darf sie auch von ihren Gesellschaftern die Gebrauchtwagen kaufen, weil das natürlich ihr normales Geschäft ist und da keine Besonderheiten gelten und keine Befangenheit. Es gibt noch
eine europarechtliche Vorgabe für diese Regelung. Das steht praktischerweise auch in Artikel 52 der Richtlinie. Das heißt, es ist ähnlich wie im deutschen Recht positioniert. Die sagt ebenfalls ein Zehntel des gezeichneten Kapitals. Gezeichnetes Kapital im Sinne der Richtlinie ist immer das Grundkapital. Also wenn die Richtlinie gezeichnetes Kapital verwendet, müssen Sie da immer Grundkapital lesen. Der deutsche Gesetzgeber hat aber noch eine weitere Umgehungskonzeption geregelt. Diejenigen von Ihnen, die GmbH-Recht schon gehört haben, die kennen das. Das ist nämlich die sogenannte verdeckte Sacheinlage. Und die verdeckte Sacheinlage ist legal definiert in 27 Absatz 3 Satz 1. Sie sehen das an dem Klammerzusatz, Klammer auf, verdeckte Sacheinlage, Klammer zu. Und die setzt voraus, dass wir eine Geldeinlage haben. Das heißt, er muss Bargeld oder Buchgeld einbringen. Und die muss bei wirtschaftlicher Betrachtung und aufgrund einer im Zusammenhang mit der Übernahme getroffenen Abrede vollständig oder teilweise als Sacheinlage zu bewerten sein. Wie unterscheidet sich jetzt diese Regelung, Sie sehen das, von der, die ich eben hatte mit dem 52? Also was unterscheidet die verdeckte Sacheinlage von der Nachgründung? Im Tatbestand, nicht in den Rechtsfolgen. Wenn Sie diese Regelung angucken und dem 52 angucken, die regeln ähnliche Konstellationen. Wenn Sie es genau überlegen, in beiden Fällen gibt es die Übernahme einer Sache. Wo liegt der Unterschied? Warum hat dem Gesetzgeber der 52 nicht gereicht? Ja, in der Tat, der 52 spricht von Gründer und der 27 spricht vom Aktionär. Ist das ein materieller Unterschied? Also hier steht in der Tat, Verträge der Gesellschaft mit Gründern, da kommen noch ein paar andere Leute, mit erheblich beteiligten Gesellschaften und so weiter und so fort. Wird im 27 in der Tat drin Aktionär. Aber welche Aktionäre können im 27 nur gemeint sein, rein von der Logik her? Rein von der Logik her, wer kann hier nur gemeint sein? Kann das hier die nachträglichen Leute wirklich meinen? Kann diese Regelung wirklich nachträglich beigetretene Aktionäre meinen? Also die irgendwann mal so der AG beigetreten sind. Durch Kauf einer Aktie an der Börse, sagen wir mal. Nein, der später an Aktien erfolgt, der muss ja gar keine Einlage leisten. Ja.
Also die Bareinlagenpflicht trifft nur die Leute, die entweder Gründer waren oder bei einer Kapitalerhöhung teilgenommen haben, dann aber wieder Gründungsrecht behandelt werden. Also die Normen betreffen beide Leute, die selber eine Pflicht übernommen haben. Also, wenn wir es sauber durchgehen, dann setzt der 27 zunächst voraus, wir müssen jemanden haben, der sich gegenüber der Gesellschaft zur Übernahme einer Bareinlage verpflichtet hat. Da steht, ist eine Geldeinlage, bla bla. Zweitens müssen wir für 27 eine Abrede haben, die im Zusammenhang mit der Übernahme getroffen worden ist. Das heißt, im zeitlichen Zusammenhang muss gesagt worden sein, das soll so und so passieren. Und drittens müssen wir eine Situation haben, durch die diese Bareinlage wirtschaftlich, schreibt das Gesetz, als Sacheinlage zu bewerten ist. Bei wirtschaftlicher Betrachtung. Das sind die drei Voraussetzungen. Also, wir haben eine Bareinlage, wir haben eine Abrede, die im Zusammenhang mit der Übernahme getroffen ist, und aufgrund dieser Abrede ist die Bareinlage eigentlich als Sacheinlage zu bewerten. Ja? Gucken wir uns den 52 an. Was ist der Unterschied im Tatbestand? Warum fällt nicht jeder Fall des 27 automatisch auch unter den 52? Offensichtlich. Es gibt ein quantitatives Kriterium, was ziemlich offensichtlich ist, was Ihnen direkt ins Auge springen sollte, unter anderem deshalb, weil es hier auch gelb markiert ist, weil im 27 nicht drin steht. Welches quantitative Kriterium steht hier drin, was in 27 nicht drin steht? Ja, die 10% des Grundkapitals. Der 27 findet bereits dann Anwendung, wenn es auch nur um 0,00000001% des Grundkapitals geht. Die Höhe spielt da überhaupt keine Rolle. Der zweite Unterschied ist, wann wird hier die Vereinbarung getroffen? Zu welchem Zeitpunkt? Zu welchem Zeitpunkt gibt es eine Vereinbarung über den Wert der Sache? Ja, es muss in den ersten 2 Jahren erfolgen. Wann muss die Vereinbarung im 27 getroffen sein? Ja, im zeitlichen Zusammenhang mit der Übernahme der Bareinlage. Das heißt, es muss unmittelbar erfolgen, in dem Moment, wo ich mich verpflichte, muss ich schon diese Abrede treffen. Das heißt, diese Pflicht hier erstreckt sich auf den kompletten Zeitraum, selbst wenn vorher nicht darüber nachgedacht worden ist, wenn ich irgendwann mich entscheide, bin ich im 52 drin. Beim 27 muss ich von vornherein vereinbart haben, dass es eigentlich nur eine Vorspiegelung ist, dass das Geld sozusagen direkt wieder zurückfließen soll. Das setzt der 27 voraus. Hier reicht ein selbstständiges Geschäft, was später auftritt. Und der dritte Unterschied ist, wenn Sie genau hingucken, setzt der 52 keine Bareinlage voraus. Es spielt keine Rolle, ob der Gründer, der hier in Anspruch genommen wird, eine Bar- oder Sacheinlage erbracht hat. Der 27 verlangt, dass in der Satzung eine Bareinlage vereinbart ist, praktisch aber eine Sache erbracht worden ist. Ja? Also das sind die Unterschiede zwischen den beiden Regelungen. Nochmal, erstens, hier haben wir 10%, in 27 haben wir es bereits ab dem 1%. Hier haben wir beliebige Verträge, die irgendwann in den ersten 2 Jahren geschlossen werden.
Beim 27 muss in unmittelbarem Zusammenhang mit der Übernahme der Einlage erfolgen. Und drittens, in 27 muss eine Bareinlage im Vertrag vereinbart worden sein, in der Satzung. Hier ist es völlig egal, was vereinbart worden ist. Ja? Gut, dann noch zur Rechtsfolge. Wenn Sie die Rechtsfolge hier angucken, steht hier, der Vertrag wird nur mit Zustimmung der Hauptversammlung und durch Eintragung wirksam. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn eine der beiden Sachen fehlt, ist der Vertrag nichtig. Ja? Dann gibt es keinen Vertrag. Gucken wir uns den 27 an, was ist da die Rechtsfolge? Sehr explizit in Satz 2. Genau, die Verträge sind wirksam, aber der Aktionär wird nicht von seiner Einlage befreit. Das bedeutet, er muss trotzdem noch das Bargeld einzahlen. Und dann kommt jetzt der Satz 3. Der sagt nämlich, es wird der Wert der Sache angerechnet. Das heißt, es wird geguckt, wie viel ist das Auto wirklich wert, und das wird von der Bareinlage abgezogen. Ja? Also der 52 hat eine ganz knallharte Rechtsfolge gesagt, die Verträge sind unwirksam. Hier sind die Verträge wirksam und es wird sogar der Wert der Sache angerechnet auf die Bareinlage. Klar? Schwierig? Wir sagen sie, das ist easy. Dann gibt es noch 27 Absatz 4. Den ignorieren wir jetzt erstmal aus didaktischen Gründen, wie Sie gleich sehen werden, hoffe ich. Gut, wir müssen noch kurz über ein paar Formalia der Gründung sprechen, nämlich über den Gründungsbericht und die Gründungsprüfung. Die Gründer müssen einen schriftlichen Bericht über den Hergang der Gründung abliefern. Dieser Gründungsbericht soll dokumentieren, steht ausdrücklich hier, alle Rechtsgeschäfte, die auf den Erwerb durch die Gesellschaft hingezielt haben, Anschaffungs- und Herstellungskosten und die Betriebserträge eines eingebrachten Unternehmens. Ansonsten sind auch noch die Kosten der Gründung zu dokumentieren und so weiter und so fort. Das Ganze ist sehr umfangreich und das müssen die Gründer selber machen und unterschreiben. Das heißt, sie übernehmen selber die Verantwortung für alles, was da drin steht, dass da ja keine Lügen drin stehen. Damit aber nicht genug. Da ist europarechtlich auch alles vorgesehen. Das Ganze wird dann nämlich geprüft durch den Vorstand und den Aufsichtsrat. Die gucken also, ob bei der Gründung alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ob die Sachen, die eingebracht worden sind, wirklich so viel wert sind, wie behauptet, ob die Leute alle ihre Pflichten erfüllt haben und so weiter und so fort. Die müssen ebenfalls unterschreiben, dass keine Mauscheleien passiert sind. Jetzt sagen Sie, das reicht jetzt auch langsam, aber damit nicht genug. Geprüft wird nämlich auch noch durch einen externen Wirtschaftsprüfer. Allerdings nur, wenn einer der folgenden vier Fälle vorliegt, wenn einer der Gründer Aufsichtsrat oder Vorstand ist. Das wird relativ schnell passieren, wenn Sie nur vier Mann sind, weil dann haben Sie ja keinen mehr, der Aktionär sein kann. Dann wird einer von denen gleichzeitig Gründer sein und schon sind Sie in der Prüfung drin. Zweitens, auch wenn Sie jemand anderen haben, der in eigenem Namen auf fremde Rechnung handelt, also eine Art Strohmann, Treuhänder, auch dann kommen Sie drum herum. Wenn der für den Vorstand handelt, muss geprüft werden durch einen externen Prüfer, dann müssen Sie PwC beauftragen oder ähnliche. Dann ein Mitglied des Vorstandes ist aufsichtsrechtlich einen besonderen Vorteil oder eine Entschädigung oder Belohnung erhält. Wenn der also sagt, ich will hier Geld dafür, dass ich hier diese Gesellschaft gründe, schon müssen Sie externe Prüfung durch PwC machen. Und last but not least, immer dann, wenn eine Sacheinlage oder Sachübernahme vorliegt, muss auch extern geprüft werden. Können Sie nachvollziehen, warum man in diesen Fällen sagt, da muss mal jemand drüber schauen, der Wirtschaftssachverständiger ist und besonders vereidigt ist? Warum in diesen Fällen besondere Risiken bestehen?
wer ist hier der Böse sozusagen? Wem vertrauen wir hier nicht? Ziemlich offensichtlich. In Nummer 1, Nummer 2 ist es klar, da geht es, warum sagt man da, reicht uns nicht die Aussage von Vorstand und Aufsichtsrat, dass alles in Ordnung ist? Ja, 1 und 2 sind ganz klare Fälle Interessenkollision. Da soll jemand Neutrales drüber schauen, der auch berufshaftlich versichert ist, der böse ist. Was ist bei Nummer 3 die Gefahr? Ja, das ist eine Art Korruptionsprävention. Man will nicht, dass der Vorstand sozusagen das Schweigen des Vorstands erkauft wird durch die entsprechende Entschädigung. Deshalb muss da auch der externe Prüfer drüber schauen. Und bei Nummer 4, was ist da der Grund? Warum muss da geprüft werden? Das ist ziemlich offensichtlich. Ja, um zu schauen, ob das Grundkapital besteht. Ja, weil wir sagen, keiner kann den Wert von Autos vernünftig einschätzen, außer einem Fachmann. Und deshalb, wenn der Vorstand oder der Aufsichtsrat einfach nur sagen, ja, ja, sieht gut aus, das Auto, dann will man sich nicht darauf verlassen, es soll ein externer, neutraler Mensch prüfen, um hier eben die Fehlerschätzung zu verhindern. In der GmbH haben wir diesen Schritt nicht. Sie können eine GmbH komplett ohne externe Prüfung gründen. Das heißt, hier zeigt sich wieder, dass man mit der AG auf ein sicheres Fundament setzen will, deshalb müssen hier Fachleute prüfen. Ausnahmen davon gibt es, wenn es Sacheinlagen durch Aktien gibt, da kann man einfach nur den Börsenkurs gucken, oder wenn es bereits einen Sachverständigenbericht gibt, einen aktuellen, der nicht älter als 6 Monate ist, dann kann man den auch vorlegen. Ansonsten wird geprüft, ob die Aktien wirklich voll eingezahlt worden sind und ob die entsprechenden Mindestwerte erreicht sind. Schwierig? Nein. So. Dann kommen wir in den letzten Teil. Wenn wir die Prüfung hinter uns haben, dann müssen wir nur noch mit dem Registergericht diskutieren. Der Registerrichter ist ganz entscheidend, denn Sie erinnern sich düster 41.1.1, vor der Eintragung gibt es keine AG. Das heißt, erst dann, wenn der grünes Licht gibt und sie einträgt, ist die AG überhaupt da. Das heißt, der ist der letzte Stolperstein, der ihre Gründung zum Scheitern bringen kann. Wie funktioniert das Ganze? Zunächst mal brauchen Sie eine Anmeldung. Anmeldung ist nicht schwer. Anmeldung funktioniert so, das ist also im Europarecht drin, dass alle Mitglieder und alle Gründer zusammen zum Notar gehen und sagen, bitte schick das zum Handelsregister. Und der Notar tippt das dann in seinen PC ein und schickt das dann elektronisch zum Handelsregister und dann poppt das auf dem Bildschirm von dem Handelsregisterrichter auf und er sagt dann, hopp oder top. Ja? Also der Ablauf ist, alle müssen zum Notar, alle und der Notar reicht das beglaubigt dann beim Register ein. Das kostet auch wieder Geld. Die Anmeldung heißt aber einfach nicht nur, wir melden an, sondern wir müssen bestimmte Angaben machen. Zum Beispiel muss gesagt werden, dass der Betrag in der erforderlichen Höhe eingezahlt worden ist. Das heißt, der Vorstand muss angeben, ich habe von Gesellschaft sowieso den und den Betrag erhalten. Das steht in der Anmeldung mit drin. Außerdem, das ist ganz lustig, weil man dem Vorstand nicht glaubt, muss man noch einen Kontoauszug beilegen, wo drin steht, das Geld ist wirklich da. Und die Bank, die hier einen falschen Auszug macht, haftet auch, falls das ein gelogener Auszug sein sollte. Steht hier, Satz 4. Dann muss noch nachgewiesen werden, wenn Notargebühren schon gezahlt worden sind vom Gesellschaftskonto, dass es wirklich Notargebühren waren. Das heißt, auch dafür müssen die Rechnungen beigelegt werden. All das
wird dann dem Registergericht geschickt. Darüber hinaus muss der Vorstand versichern, dass er amtsfähig ist. Amtsfähig heißt, dass er keine Straftaten wie Betrug, Untreue, Insolvenzverschleppung und ähnliches vergangen hat. Wenn er das nicht versichern will, kann nicht eingetragen werden. Und außerdem muss der Notar Sie belehren über Ihre Auskunftspflicht und über Ihre sonstigen Pflichten. Wenn das nicht erfolgt ist, kann auch nicht angemeldet werden. Und schließlich müssen in der Anmeldung angegeben werden eine inländische Geschäftsanschrift. Das ist dann wichtig, wenn Ihre Hauptniederlassung irgendwo im Ausland ist. Wenn Sie also sagen, ich möchte gerne unsere Büros in Venedig haben oder in Rom, dann können Sie immer noch in Deutschland sich eintragen lassen. Sie müssen aber einen Briefkasten irgendwo in Deutschland haben. Und Sie müssen angeben, inwieweit die Vorstandsmitglieder vertretungsbefugt sind. Das heißt, ob die alle zusammen gesamtvertretungsbefugt sind oder jeder Einzelne. Wenn Sie all diese Angaben gemacht haben, beziehungsweise der Notar sein Formular einfach ausgefüllt hat, was nicht so schwierig ist, werden noch Anlagen beigefügt, nämlich die Satzung, die Sie alle unterschrieben haben und die Nachweise über die Sacheinlagen gegebenenfalls und der Nachweis, dass Vorstand und Aufsichtsrat bestellt sind. Dann die Aufsichtsratsmitglieder und last but not least, jetzt kommt ja endlich dieser tolle Gründungsbericht, wo drin steht, wir haben uns viel Mühe gegeben und der Bericht der Prüfer, wo drin steht, ja, das goldene Siegel der Wirtschaftsprüfer. All das fügen Sie bei, aber wie gesagt, nicht auf Papier. Das sind alles gescannte Unterlagen, das heißt, es gibt eine komplette Datei, die geht an den Registerrichter. Wenn Sie also eines Tages mal Ihr Referendariat hinter sich haben, können Sie Registerrichter werden, dann sitzen Sie den ganzen Tag cool vorm PC und sagen, hopp, top, ja, flop, durchgefallen. Coole Sache, ein Traumjob. Kriegen einen großen Bildschirm dann, sogar zwei nebeneinander. Luxus. Dann kriegen Sie die Sachen und dann müssen Sie prüfen, erstens checklistenmäßig, liegen alle Unterlagen vor. Wenn irgendwas fehlt, sagen Sie schon, weg damit. Wenn alles dabei ist, kommt der zweite Schritt. Dann prüfen Sie nämlich, ob es irgendwelche inhaltlichen Fehler gibt. Dann müssen Sie den ganzen Kram dummerweise lesen, den die Leute eingereicht haben. Und Sie müssen gucken, ob offensichtlich ist, dass hier gesetzliche Vorschriften eingehalten worden sind. Offensichtlich heißt, Sie müssen nicht im Detail nachforschen. Die Idee ist, das soll möglichst schnell gehen, soll also nicht alles wörtlich durchforschen, sondern nur, sieht ungefähr richtig aus. Ebenso kommt es bei Sacheinlagen darauf an, dass die wesentlich, wenn da steht nicht unwesentlich, heißt dasselbe wie wesentlich. Ja? Also nicht unwesentlich ist eine doppelte Verneinung, sprachlich blöd, aber es heißt eigentlich wesentlich. Wesentlich hinter dem geringsten Ausgabebetrag liegen, das heißt, Sie müssen gucken, ob die Divergenz groß oder klein ist. Ist die Differenz groß, haben Sie Pech gehabt? Ist die Differenz klein, wird trotzdem eingetragen. Schwierig? Nein. Das Gesetz sagt ausdrücklich, lediglich bei einer offenkundigen und erheblichen Überbewertung kann das Gericht die Eintragung ablehnen. Das heißt, grundsätzlich verlässt man sich darauf, dass der Vorstand, der Aufsichtsrat, die Gründer und der Abschlussprüfer nicht irgendwie Zahlen herbeiflunkern, sondern dass da irgendwie was Plausibles dran ist. Weil man hofft, wenn so viele Leute involviert sind, dass der Richter da nicht lange nachdenken muss. Die Satzung und ähnliche Regelungen werden nur überprüft auf den Verstoß gegen zwingende gesetzliche Vorschriften, Vorschriften, die im Interesse der Gläubiger sind, oder Vorschriften, die zur Gesamtnichtigkeit führen. Alle anderen Details, nach dem Motto, da fehlt ein Komma oder da ist ein Rechtschreibfehler drin, guckt sich der Richter nicht an. Das ist nicht wie bei einer Klausur, da können Sie allen möglichen Schwachsinn reinschreiben. Solange es nicht zur Nichtigkeit führt, kümmert es den Richter nicht. Sie sehen also, die richterliche Prüfung ist normalerweise nicht die große Hürde bei der Gründung der AG, weil Sie haben üblicherweise ohnehin schon den Gründungsprüfer, der extern ist, das heißt PwC wird Ihnen eher die Sachen um die Ohren hauen als der Registerrichter. Außerdem haben ja Vorstand, Aufsichtsrat und Gründer jeweils eine Haftung zu befürchten.
Das heißt, die werden auch nicht zu schlampig arbeiten. Nachdem das alles passiert ist, wird die Gesellschaft eingetragen. Eingetragen wird Firma, Sitz, Geschäftsanschrift, Gegenstand, Höhe des Grundkapitals, Tag der Feststellung der Satzung und Vorstandsmitglieder. Das steht dann alles im Register und last but not least wird das dann auch noch bekannt gemacht, § 10 HGB, und Sie können das dann im Internet unter www.handelsregisterbekanntmachung.de abrufen. Das sieht dann so aus, so richtig nett und übersichtlich, ohne Punkt und Komma und Absatz. So sehen Handelsregisterbekanntmachungen aus, dann steht dann da HRB 22505, digitaler Hub, Region Bonn AG, Bonn, Marie-Kahle-Straße 2, 53113 Bonn, Aktiengesellschaft, Satzung vom 26.08.2016, Geschäftsanschrift, bla bla, Gegenstand, bla bla, ganz viel, Grundkapital 300.000 Euro, allgemeine Vertretungsregelung, ist nur ein Vorstand bestellt, ist der Einvertretungsberechtigt. Natürlich, wir wollen auch eine Einzelperson mit einem anderen zusammen vertreten, das geht ja nicht. Zwei Vorstandsmitglieder sind gesamtvertretungsbefugt, bei mehr können jeweils zwei gemeinschaftlich oder ein Vorstand mit einem Prokuristen die Gesellschaft vertreten. Das ist also richtig toll formuliert hier. Und dann kommen noch hier die Namen der Vorstandsmitglieder. Kennt einer hier Markus Walter Zink aus Hilden, 1976 geboren, nicht mehr der Jüngste. Das ist eine Bekanntmachung. Und wenn Sie Spaß dran haben, können Sie jeden Tag Handelsregisterbekanntmachung lesen, was da so kommt. Sie können es aber auch sein lassen. Das ist eher so wie Todesanzeigen lesen. Ja, wenn die Gesellschaft nichtig sein sollte, wir haben gesehen, es gibt Nichtigkeitsgründe, dann hat das zur Folge, dass ebenfalls die Gesellschaft zu liquidieren ist. Aber sie existiert als fehlerhafte Kapitalgesellschaft fort. Das heißt, alle alten Rechtsgeschäfte bleiben erstmal wirksam und die Aktionäre müssen auch noch ihre Anteile einzahlen, soweit die alten Schulden beglichen werden müssen. Ja, also man tut so, als sei die Gesellschaft wirksam entstanden, man muss die alten Schulden noch bezahlen. So, damit haben wir dieses furchtbare Kapitel Entstehung hinter uns gebracht. Was total spannend ist und was Sie alle Ihr Leben lang faszinieren wird. Deshalb machen wir jetzt hier die Finanzverfassung. Um die Finanzverfassung zu verstehen, muss ich einen kleinen Exkurs machen. Und wir machen jetzt ganz kurz Rechnungslegung. Ich kann Ihnen dazu sagen, als ich noch jung war, habe ich ja mal Wirtschaftswissenschaften studiert. Und damals schrieb man im ersten Semester eine Klausur Jahresabschluss, das war die einzige Klausur in meinem ganzen Leben, durch die ich durchgefallen bin. Also, das wird jetzt für Dumme, weil ich muss es auch selber verstehen. Das ist die Zusammenfassung. Eine Klausur nicht bestanden, das war Jahresabschluss. So, Ausgangspunkt ist im BGB, das haben wir sogar im Schuldrecht AT gemacht letztes Semester, 259. Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft abzulegen, hat dem berechtigt, eine geordnete Zusammenstellung oder Einnahmen enthaltende Rechnung mitzuteilen. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, kaufen Sie mir eine Cola, erwarte ich von Ihnen am Ende, dass Sie mir eine Quittung vorlegen, damit ich Ihnen das Geld geben kann. Im Handelsrecht ist das konkretisiert durch 238 HGB, der sagt, jeder Kaufmann muss Bücher führen. Und die Buchführung muss so sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle vermitteln kann. Das Ganze wird dann wieder formalisiert durch die Rechnungslegungsvorschriften, insbesondere die Jahresabschlussvorschriften. Diese Vorschriften dienen drei ganz verschiedenen Interessengruppen. Zunächst mal den Anlegern, den Leuten auf der Börse. Es gibt Menschen, die können einen Jahresabschluss lesen und diese Menschen freuen sich, wenn da die Finanzberichte an der Börse kommen und sagen, cool, jetzt weiß ich endlich, wie es um die Telekom steht. Ja, das sind schlaue Menschen. Die andere Personengruppe, die es interessieren könnte, sind die Gläubiger. Die Gläubiger interessieren sich auch dafür, wie es der Gesellschaft geht, denn die wollen nicht unbedingt Verträge mit Leuten, die es in die Kurse der Pleite stehen.
Das heißt, auch der Gläubiger kann sich in der Theorie den Jahresabschluss angucken und sagen, oh, im letzten Jahr haben sie aber nur wenig Gewinn gemacht. Oder, die haben aber eine geringe Eigenkapitalquote. Alles, was die haben, ist nur, was weiß ich, geleast. Das kann man alles der Jahresabschluss entnehmen, wenn man schlau ist. Sie können sich vorstellen, die meisten kriegen es nicht hin. Aber gut. Und das Ganze dient auch einem Schutz der Allgemeinheit. Denn nach 15a Absatz 1 Insolvenzordnung muss man Insolvenzantrag stellen, wenn man überschuldet ist. Und man ist überschuldet, wenn das Vermögen nicht reicht, um die Schulden abzudecken. Wenn Sie mehr Schulden als Vermögen haben. Ja, schwierig? Nein, easy. Außerdem 57 Absatz 3 Aktiengesetz, haben wir schon mal angesprochen, wo drin steht, Sie dürfen nur den Jahresüberschuss ausschütten. Auch diese Norm knüpft an den Jahresabschluss. Sie müssen also gucken, wie viel Gewinn haben wir dieses Jahr gemacht. Nur das darf verteilt werden. Nie mehr verteilen als Gewinn. Was in der Gesellschaft bleibt, bleibt in der Gesellschaft. Und dann noch 92 Absatz 1 Aktiengesetz. Wenn Sie feststellen, dass Sie einen Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals gemacht haben, dann müssen Sie eine Hauptversammlung einberufen und diskutieren, ob Sie den Laden dicht machen, eine Kapitalerhöhung machen oder wie Sie reagieren auf diesen plötzlichen Vermögensverlust. Das heißt, Sie sehen, da hängt einiges dran. Ja, toll. Ein Jahresabschluss kommt nicht aus dem Nichts. Ein Jahresabschluss muss gründlich vorbereitet werden. Und zunächst mal geht der Vorstand der AG hin und er führt die Bücher. Das heißt, bei jedem Vertrag, der geschlossen wird, schreibt er rein, habe gekauft 50 Schrauben für 5.000 Euro und dann 5.000 Euro von Konto abgezahlt. Sie kennen das, Buchführung mit Buchungssätzen. Dann sagt man, Kasse an Sachmittel und keine Ahnung was, können wir uns sparen. So. Wenn der Vorstand das gemacht hat, kommt am Ende raus eine Bilanz. Die Bilanz sagt, links stehen die Aktiva, das heißt die Vermögensgegenstände, und rechts stehen die Passiva, das heißt, wem die Vermögensgegenstände gehören. Vermögensgegenstände können entweder gehören der Gesellschaft, dann nennt man sie Eigenkapital, dann gehören sie nämlich der Gesellschaft selbst, oder sie sind dazu verwendet, Schulden abzudecken, dann nennt man sie Fremdkapital. Ja? Das heißt, rechts gibt es Eigenkapital und Fremdkapital, und links gibt es Anlagevermögen, Forderungen, Barkasse, was auch immer man da alles hat. Das Ganze wird dann geprüft durch einen Abschlussprüfer. Das ist ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen, also jemand, der Profi ist und zur Amtsverschwiegenheit und Gründlichkeit verpflichtet ist, also niemand, der korrupt sein könnte. Dann guckt sich das der Aufsichtsrat an. Der Aufsichtsrat selber hat aber, wie gesagt, meistens nicht die Kompetenz. Der verlässt sich also darauf, dass der Prüfer es richtig geprüft hat. Der Aufsichtsrat selber gibt dann auch noch eine Stellungnahme ab und dann wird das Ganze beschlossen. Da wird gesagt, dies ist der verbindliche Jahresabschluss für unsere AG. Das machen Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam. Und dann wird dieses Dokument der Hauptversammlung vorgelegt und die Hauptversammlung hat keinerlei Möglichkeit mehr, da was dran zu ändern. Die Hauptversammlung kann nur entscheiden, was mit den Gewinnen ist, die da am Ende drin stehen. Wenn das am Ende ein Plus rausgekommen ist, können Sie dieses Plus verteilen. Und dann wird das Ganze im Unternehmensregister offengelegt, da kann es jeder einsehen. Wenn Sie also auf www.unternehmensregister.de gehen und da Telekom AG reingeben, dann sehen Sie deren Jahresabschluss. Können Sie jedes Jahr sich angucken und staunen, was da so drin steht. Ganz viele Zahlen. Die würden weinen, was da für große Beträge stehen. Ein Jahresabschluss besteht aus verschiedenen Komponenten. Er besteht zunächst mal aus einer Bilanz. Bilanz habe ich Ihnen schon gesagt. Links steht der Vermögenswert. Da steht zum Beispiel, Sie haben ein Grundstück und dieses Grundstück hat einen Wert von 1 Million. Da steht links Anlagevermögen 1 Million. Rechts steht, wer das Ganze bekommen würde, wenn jetzt aufgelöst wird.
Das heißt, wenn da steht, Sie haben ein Eigenkapital von 1 Million, haben Sie keine Schulden. Dann haben Sie nicht einen Cent, den Sie irgendjemandem zahlen müssen, dann gehört alles der Gesellschaft. Meistens hat man aber einen Eigenkapitalanteil, der bei 50% liegt, vielleicht sogar noch weniger. Das heißt, der Rest ist dann Fremdkapital. Fremdkapital heißt, es ist nötig, um Schulden bei Lieferanten, Bankkredit und Ähnliches abzudecken. Das heißt, links und rechts muss in der Summe immer gleich sein. Wenn eine Gesellschaft überschuldet ist, werden Sie feststellen, dass rechts mehr, dass auf der rechten Spalte mehr Schulden stehen als in der linken Spalte Vermögensgegenstände. Das heißt, Sie müssten das Eigenkapital auf die linke Seite schreiben, dann haben Sie eine überschuldete Gesellschaft. Schwierig, oh, ein Highlight. Neben der Bilanz gibt es auch eine Gewinn- und Verlustrechnung. Die Bilanz stellt immer einen Stand dar und sagt, jetzt haben wir so und so viel Schulden und so viel Vermögen. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wird der Unterschied zum letzten Jahr geguckt. Man guckt also, wie hat das Vermögen sich von 2016 auf 2017 verändert. Und nächstes Jahr würde man gucken, wie das Vermögen sich von 2017 auf 2018 verändert. Deshalb Gewinn- und Verlustrechnung, man listet nur auf, wie haben sich Gewinne aus Verkauf von Waren, Gewinne aus, was weiß ich, Bankgeschäften und so weiter ausgewirkt auf das Endergebnis. Schwierig? Nein. Dann kommt der Anhang. Der Anhang ist Freitext, da wird erklärt, wie Sie zu diesen Zahlen kommen. Wie Sie also Ihre Grundstücke bewertet haben, wie Sie Ihre Patente bewerten. Das wird im Anhang erläutert, wie diese Zahlen sich zusammensetzen, wo die herkommen. Und dann haben wir noch einen Lagebericht. Der Lagebericht erklärt aus Sicht des Vorstandes, wie sich das Unternehmen die Zukunft vorstellt und die Gegenwart. Zum Beispiel steht da drin, was man so tun wird, um eine bessere Marktposition zu entwickeln und sowas. Das ist halt ein Freitext. Das sind die Bestandteile des Jahresabschlusses. Im Gesetz finden Sie das im HGB. Und zwar hat das HGB, wenn Sie jetzt mal durchgucken, ein drittes Buch und das hat eigene Vorschriften für die Rechnungslegung. Und die haben zwei Gruppen. Erstens einen allgemeinen Teil mit ganz vielen Paragraphen, der gilt für alle Kaufleute. Und dann einen besonderen Teil, der gilt für Kapitalgesellschaften, das heißt für AG und GmbH. Der Grund dafür, dass man es so differenziert hat, ist, dass der rechte Teil durch Europarecht harmonisiert ist, für Kapitalgesellschaften haben wir Europarecht, während der linke Teil einzige Aufgabe des nationalen Gesetzgebers ist. Da kann also man reinschreiben, was man will. Das HGB regelt insbesondere, wie man Schulden und Vermögen bewerten muss. Wenn man das zu hoch bewerten würde, weiß man sozusagen nicht, wie schlecht um die Gesellschaft steht. Bewertet man Vermögen zu hoch, hat die Gesellschaft mehr Geld auf der Bilanz, als sie real hat. Umgekehrt droht dadurch auch eine verfrühte Ausschüttung, weil Sie dürfen den Bilanzgewinn ausschütten. Wenn Sie also hoch bewerten, können Sie früher Geld verteilen, logischerweise. Weil Sie haben schneller einen Gewinn. Wenn Sie also unsichere Sachen als sicher bewerten, ist das gut für die Aktionäre, schlecht für die Gläubiger. Wenn Sie zu niedrig bewerten, kriegen die Aktionäre gar kein Geld, weil sie dürfen nur den Gewinn ausschütten. Wenn Sie bei jedem Gewinn, den Sie machen, sagen, oh, aber wir haben möglicherweise Gewährleistungsansprüche, die gegen uns stehen oder sowas, besteht immer die Gefahr, dass die Aktionäre nie zu Geld kommen. Und natürlich schrecken Sie damit Investoren ab, denn niemand will ein Unternehmen investieren, was kein Geld hat angeblich. Das deutsche Bilanzrecht neigt dazu, eher zu niedrig zu bewerten als zu hoch. Man will also eher die Gläubiger schützen als die Investoren. Nur dann, wenn es wirklich 100% sicher ist, dürfen Sie es als Gewinn verbuchen und Sie müssen Verluste sozusagen schon einplanen, wenn Sie sich auch nur andeuten. Sie müssen pessimistisch bewerten. Sie gucken mit einem ganz traurigen Gesicht auf die Bilanz. Bilanzen sind was für depressive Menschen. Ja? In Amerika gilt genau der gegenteilige Ansatz. In Amerika macht man die Werte so hoch wie möglich. Das heißt, die Anleger freuen sich, die Gläubiger, denen nützt das gar nichts. Amerikaner sind also gut gelaunt und Deutsche sind depressiv. Das ist die Folgerung daraus.
In der Bilanz haben Sie auf der Passivseite, wie gesagt, das Eigenkapital und das Fremdkapital. Und hier sehen Sie ganz deutlich, dass Grundkapital und Eigenkapital verschiedene sind, weil Sie sehen, es gibt erstens das Eigenkapital und als ersten Unterpunkt kommt das gezeichnete Kapital, dann kommen Rücklagen, dann kommt der Gewinnvortrag und dann kommt der Jahresüberschuss. Das ist alles Eigenkapital. Das heißt, nur dieser erste Posten ist das Grundkapital. Alles andere ist sozusagen auch Eigenkapital, aber es ist nicht Grundkapital. Ja? Also das ist Grundkapital, alles andere ist nicht Grundkapital. Wieso steht dann da gezeichnetes Kapital? Das ergibt sich aus § 152.1. In der Bilanz heißt das Grundkapital gezeichnetes Kapital. Sehen Sie das? Steht im Gesetz. Müssen Sie nicht auswendig wissen. Müssen wir den Paragraphen finden. Das Grundkapital lautet auf einen Nennbetrag in Euro. Das heißt, da wird nichts bewertet. Es wird einfach Wort für Wort das aus der Satzung abgeschrieben, was da drin steht. Wenn die Satzung also sagt, das Grundkapital ist 50.000, wird da 50.000 hingeschrieben. Es wird immer der Betrag dahin geschrieben, der in der Satzung steht. Das heißt, das ist relativ trivial. Das ist der erste Posten. Daneben verlangt das Gesetz von Ihnen aber auch eine Kapitalrücklage. Und da kommt rein der Nennbetrag von Anteilen, dann die Zuzahlungen für den Vorzug und die Zuzahlungen in das Eigenkapital. Das hier ist das Agio und das hier ist der Aufpreis, den Sie für Vorzugsaktien zahlen. Das nennt sich deshalb Kapitalrücklage, weil es Einzahlungen auf das Kapital sind, die eben nicht aus Gewinn kommen, sondern aus externen Zuzahlungen. Demgegenüber kennt das Gesetz auch Gewinnrücklagen. Das sind Rücklagen, die aus dem erwirtschafteten Gewinn gebildet werden. Wenn Sie also viele Autos verkaufen, dann machen Sie damit einen Gewinn und Sie können diesen Gewinn nehmen und sparen. Das Sparsäckchen, ja? Sie kennen das, dann hat der Vorstand seine Spardose und tut von jedem verkauften Auto davon einen Euro rein. Das ist dann eine Gewinnrücklage. Kapitalrücklage kommen von Einzahlungen, Gewinnrücklagen kommen vom Gewinn. Schwierig? Nein, easy. Gewinnrücklagen kann man bestimmen, erstens, wenn die Hauptversammlung außer den Jahresabschluss feststellt, in Höhe der Hälfte des Jahresüberschusses. In allen anderen Fällen kann der Vorstand frei entscheiden, ob er bis zu der Hälfte des Jahresgewinnes einfach mal als Rücklage zurückstellt. Wenn die Gesellschaft also 1 Million Gewinn gemacht hat durch Verkauf ihrer Autos oder Häuser oder was auch immer, dann kann sie von dieser 1.500.000 in eine Rücklage stellen. Und diese 500.000 sind dann nicht mehr verteilungsfähig. Der Aktionär hat also keinen Anspruch auf den Betrag, den der Vorstand da weggenommen hat. Das sagt diese Regelung. Vorstand und Aufsichtsrat dürfen also den Betrag vorab wegnehmen. So böse sind die. Damit die Aktionäre austrocknen. Darüber hinaus darf man auch noch Wertberichtigungen machen. Man kann also sagen, okay, dieses Haus haben wir gekauft für 100.000, aber wegen der gestiegenen Immobilienpreise ist es jetzt 500.000 wert, dann kann man diese 400.000 ebenfalls in eine Rücklage stellen. Man kann also die Bilanz berichtigen, wenn Sie Sachen als Mehrwert herausstellen. Und die Hauptversammlung kann jederzeit entscheiden, dass sie nicht den kompletten Betrag ausschütten will, sondern einen Teil in Gewinnrücklagen einpacken will. Das heißt, auch dann, diese andere Hälfte muss man nicht über das Dividende kriegen, sondern sie kann man auch zurücklegen für schlechte Zeiten. Weil die Leute aber lieber Geld verschenken, als es behalten, hat das Gesetz noch eine gesetzliche Rücklage. Sie müssen, selbst wenn sie es nicht wollen, eine Rücklage bilden. Und diese Rücklage ist der 20. Teil, nur falls Sie es wissen wollen, der 20. Teil sind 5%, ja, weil 100 geteilt durch 20 macht 5. Und diese 5% sind in eine gesetzliche Rücklage einzustellen.
und zwar bis der 10. oder der in der Satzung bestimmte höhere Betrag des Grundkapitals erreicht wird. Die Folie hier ist falsch, weil da steht nämlich 5%. Gemeint ist natürlich 10%. Moment. 10%. Naja, nicht Ausrufezeichen gleich. 10%. 10% des Grundkapitals. Das heißt, wenn Sie genau das Mindestgrundkapital haben, sind das 5.000 Euro. Wenn Sie dagegen ein Grundkapital von 500.000 haben, müssen Sie schon eine gesetzliche Rücklage in Höhe von 50.000 bilden. Und wenn Sie 5 Millionen haben, 500.000. Ja? Ein ähnliches System haben wir bei der UG haftungsbeschränkt, für alle, die schon GmbH-Recht gehört haben. Was ist der Unterschied zu der gesetzlichen Rücklage bei der UG haftungsbeschränkt? Wie hoch ist die? Weiß schon keiner mehr. Haben wir letztes Semester gemacht? Ja, ein Viertel des Gewinns. Und was ist der zweite Unterschied? Also hier haben Sie nur 5%, bei der UG haftungsbeschränkt haben Sie ein Viertel. So lange gesammelt, bis dann eben die UG in eine GmbH umwandelt. Da ist dann freigegeben. Ja, in der Tat, es gibt keine Obergrenze bei der UG haftungsbeschränkt. Das heißt, da müssen Sie theoretisch unendlich zahlen, bis zu dem Moment, wo Sie sich entscheiden, die UG haftungsbeschränkt in eine GmbH umzuwandeln, indem Sie das Kapital auf 25.000 erhöhen. Hier müssen Sie nur 5% zurücklegen, aber Sie müssen auf den 10. Anteil kommen, das heißt, Sie müssen bis 10% sparen und dann sind Sie raus. Ja? Tolle Regelung, Sie sind begeistert davon, wie wichtig das hier ist. Diese gesetzliche Rücklage ist gesperrt. Sie dürfen sie nur verwenden zum Ausgleich von Verlusten im laufenden Geschäftsjahr oder von Verlusten aus dem vorherigen Geschäftsjahr. Das Geld ist also wieder von einer Auszahlung ausgenommen und es ist geschützt vor dem Zugriff der Aktionäre. In der Gewinn- und Verlustrechnung finden Sie nach langer Erklärung ebenfalls den Bilanzgewinn und Bilanzverlust. Das heißt, nachdem Sie die Kapitalrücklagen und die Gewinnrücklagen abgezogen haben und dann das Vergleich mit dem Vorjahr, kommt raus der Gewinn und das ist der Betrag, der verteilungsfähig ist. Nur das, was da noch übrig bleibt. Ja? Toll, ich sehe Bilanzrecht, super Thema, gleich schlafen hier alle ein. Dann kommen wir jetzt zu einer wichtigen Regelung. 58 Aktiengesetz. Die Aktionäre haben Anspruch auf den Bilanzgewinn. Ja, sie haben einen Anspruch auf eine Dividende in der AG in Deutschland. Toll. Allerdings geht es dann weiter, soweit er nicht durch Gesetz oder Satzung, Gesetz war das, was wir eben gesehen haben, die zwangsweise Bildung von Rücklagen, und Satzung ist das, was wir eben gesehen haben, ich kann auch höhere gesetzliche Rücklagen bilden, wenn ich Spaß dran habe. Und jetzt kommt es, durch Hauptversammlungsbeschluss oder als zusätzlicher Aufwand ausgeschlossen ist. Die Hauptversammlung kann also mit Mehrheit einfach sagen, du kriegst nichts. Und dann kriegt kein Aktionär eine Dividende. Man kann also die Leute austrocknen. Der Anspruch ist jeweils am dritten Werktag fällig. Man kann aber auch eine andere Fälligkeit festlegen, was man üblicherweise tut, weil das relativ knapp ist. Und in der Satzung kann auch eine Sachausschüttung beschlossen werden. Was stellen Sie sich vor, ist wohl eine Sachausschüttung? Wie sieht eine Sachausschüttung aus? In Aktien? In Aktien ist eine denkbare Sache, das macht die Telekom zum Beispiel manchmal. Was kann man noch machen, außer Aktien? Stellen Sie sich vor, die Bauer-Müller-Aktiengesellschaft, die einen Bauernhof betreibt. Was kann Bauer-Müller machen? Ja, er kann sagen, statt Geld kriegst du 5 Eier und du Milch. Also komm, wer 5 Aktien hat, kriegt 5 Eier und eine Milch drauf und eine Kuh und so kann man das machen. Also eine Dividende muss nicht in Geld gezahlt werden, man kann Sachdividende machen.
Ich habe dazu mal einen Klausurfall gestellt. Da saß eine AG, die Telefondienstleistungen für Studenten anbot, weil sie kriegen relativ billig diese Tarife, wenn sie also das Netz von E-Plus nutzen wollen, kriegen sie es billiger, wenn sie eine Telefongesellschaft gründen. Und die hat als Dividende einfach den Telefonzugang den Aktionären gegeben. Das geht. Das ist eine Sachdividende. Also, es muss nicht immer Geld sein, man kann den Leuten auch Dienstleistungen anbieten. Tolle Sache, gründen Sie eine Telefongesellschaft. Das machen wir dann in der nächsten Stunde. Wie gründe ich eine Telefongesellschaft? Dann rufen wir noch Herrn Schmidt-Preuß als Gast da. Ja, die Dividende wird von der Hauptversammlung beschlossen. Das hat den großen Vorteil, dass die Hauptversammlung einen Betrag kriegt, über den sie frei verfügen kann. Das ist der Jahresgewinn und was ihr damit macht, ist eure Sache. Die Hauptversammlung kann den Jahresabschluss nicht mehr ändern, das heißt, die Bewertung der Sachen ist Sache des Vorstandes, die Bildung der Rücklagen ist Sache des Vorstandes. Das Einzige, was die Hauptversammlung machen kann, ist mit diesem Puffer, der als Gewinn übrig bleibt, eine Verteilung durchzuführen. Nach dem Motto, so viel nehmen wir uns raus und der Rest bleibt drin. Die AG hat weiterhin den Grundsatz der Gleichbehandlung, das heißt, im Grundsatz kriegen die Aktionäre alle gleich viel Geld. Das heißt, wenn verteilt wird, wird nach Anteilen verteilt. Der Beschluss kann den Jahresabschluss nicht mehr ändern, das heißt, es geht nur noch hier um die Verteilung, wer kriegt wie viel und wie teuer wird diese Verteilung. Verteilung, wie gesagt, grundsätzlich nicht nach Köpfen. Wenn Sie 10 Aktien haben, kriegen Sie 10-mal so viel wie jemand, der eine Aktie hat. Das Ergebnis ist relativ intuitiv, weil sonst ja auch keiner mehr als eine Aktie kaufen würde. Wenn es nach Köpfen gehen würde und sagen würde, okay, jeder kriegt den gleichen Betrag, wäre das Quatsch. Also pro Aktie. Aber Sie sehen, die Satzung kann eine andere Verteilung bestimmen. Das heißt, die Satzung kann sagen, bei uns gibt es den Big Boss, der kriegt die Hälfte und die anderen kriegen weniger. Das ist zulässig. Sie können hier also andere Verteilungen machen, sofern Sie den Grundsatz der Gleichbehandlung beachten, den wir schon mal gesehen haben, 53a, wonach Aktionäre unter gleichen Umständen gleich zu behandeln sind. Das heißt aber, Sie können die Umstände ändern, erstmal bei der Entstehung. Sind die Einlagen nicht auf alle Aktien voll geleistet? Sie erinnern sich, ich muss nur ein Viertel einzahlen. So gilt nach Absatz 2, dass zunächst mal eine Verzinsung der Einzahlung erfolgt und erst dann die Verteilung nach Aktien erfolgt. Man will also die Leute belohnen, die schon viel eingezahlt haben. Die kriegen nämlich eine Verzinsung auf ihre Einzahlung, während die, die nur 25% eingezahlt haben, kriegen dann halt weniger. Tolle Regelung, die sehen wir, sehr um Gerechtigkeit bemüht. Diese Verteilungssache könnte zu Streitigkeiten führen, denn die Aktionäre wollen gerne viel Geld haben, die wollen möglichst viel Auszahlung haben. Die Gläubiger möchten dagegen möglichst wenig Auszahlung, je höher die Rücklagen, desto solider ist die Gesellschaft. Und der Vorstand steht tendenziell eher auf der Seite der Gläubiger, weil er nämlich sagt, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, kann ich auch damit tolle Sachen machen, ich kann neue Leute einstellen, ich kann neue Maschinen kaufen. Wenn das Geld an die Aktionäre verteilt wird, ist das weg und ich habe nichts mehr, mit dem ich arbeiten kann. Das heißt, in der Theorie könnte man da trefflich drüber streiten. In der Praxis wird kaum gestritten. Der Grund dafür, dass kaum gestritten wird, ist, dass einerseits der Vertrag, der Teil, über den überhaupt entschieden wird, maximal die Hälfte des Jahresgewinns ist, denn der Vorstand kann ja ohnehin schon die Hälfte zurücklegen. Das zweite Problem ist, dadurch, dass der Vorstand die Bewertungshoheit hat, kann er durch negative Bewertungen den Gewinn runterrechnen, sodass die Aktionäre im Zweifel gar nichts kriegen. Das heißt, die Aktionäre sitzen hier am kürzeren Hebel. Trotzdem hat der Gesetzgeber, wie wir schon gesehen haben, eine weitere Hürde eingebaut, nämlich den 57-Aktiengesetz. Der 57-Aktiengesetz ist die Norm, die verhindern soll, dass die Gesellschafter sich bereichern. Die Norm dient drei Zwecken. Zunächst mal ist er der Ausgleich zur fehlenden persönlichen Haftung der Gesellschafter. Wenn die schon nicht persönlich haften, dann sollen sie zumindest ihr Geld in der Gesellschaft lassen. Zum Zweiten
soll er verhindern, dass spätere Anleger betrogen werden, weil sie in eine Gesellschaft eintreten, die schon komplett entleert ist und da kein Geld mehr drin ist. Es soll zumindest das Geld drin bleiben, was einmal da war. Geld, was drin ist, kommt nicht mehr raus. Dann soll die Norm gewährleisten, dass Vertrauenstatbestände auch eingehalten werden, im Sinne von, wenn ich eine Gewinnrücklage gemacht habe, soll die nicht im nächsten Jahr direkt wieder ausgezahlt werden. Das Geld, was ich angespart habe, soll auch als Puffer da bleiben und nicht direkt wieder verteilt werden. Und natürlich die Kapitalaufbringung mit all diesen Kontrollen, ich brauche einen Wirtschaftsprüfer, ich muss hier Berichte abliefern und ähnliches, wäre relativ witzlos, wenn ich das komplette Geld nach einem Jahr wieder an mich auszahlen könnte und sagen könnte, danke für die Leihgabe. Das heißt, das Geld muss in der Gesellschaft bleiben. Die Kapitalerhaltung wird immer mit diesem Bild einer Staumauer verglichen. Sie sehen das, es gibt diesen tollen Stausee, hier ist das Wasser und hier ist die Staumauer. Die Aktionäre kriegen Geld nur, wenn der See zu hoch ist und man dadurch Wasser ablassen muss. Aber grundsätzlich kriegen sie kein Geld, solange der See trocken ist. Das verhindert also, dass man die Gesellschaft übermäßig ausleert. Die absolute Obergrenze findet sich in Artikel 56 der Richtlinie beziehungsweise in 57 Absatz 1 Aktiengesetz. 57 1 Aktiengesetz sagt, den Aktionären dürfen die Einlagen nicht zurückgewährt werden. Die Richtlinie formuliert das etwas präziser, die sagt nämlich, es darf keine Ausschüttung erfolgen, wenn bei Abschluss des letzten Geschäftsjahres das Nettoaktivvermögen den Betrag des gezeichneten Kapitals zuzüglich der Rücklagen übersteigt. Das kann man formulieren wie in 30 GmbH-Gesetz. Da steht nämlich drin, das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. Kurz gesagt sagt die Norm nichts anderes als, solange nicht mindestens 50.000 in der Eigenkapitalsumme drinstehen, kann ich keinen Cent auszahlen. Es müssen mindestens die 50.000 sein. Selbst wenn ich in dem Jahr 1 Million Gewinn gemacht habe und ich damit Schulden getilgt habe, die 50.000 Puffer müssen da sein. Ja? Wenn ich eine höhere Grundkapitalziffer habe, muss der Puffer entsprechend größer sein. Die Norm ist missverständlich. Sie findet zunächst mal Anwendung nicht nur für Rückzahlungen an die Aktionäre, sondern sie findet auch Anwendung für alle Zahlungen an Dritte, die im Kreis der Aktionäre sind. Das heißt an die Ehefrau, die Kinder, im Zweifel auch die Eltern, die Geschwister, alle nahestehenden Personen, weil das eine Umgehung wäre. Es umfasst darüber hinaus sogar auch Leistungen durch Dritte. Wenn die Gesellschaft also schafft, dass jemand anders mir Geld zahlt und die Gesellschaft zahlt dem dafür Geld, dann kann das natürlich nicht sein. Die Gesellschaft zahlt Herrn X 1 Million, damit er mir 1 Million zahlt, dann kann die Gesellschaft auch theoretisch mir direkt die Millionen zahlen. Auch das geht nicht. Schließlich die dritte denkbare Umgehung ist, die Gesellschaft verkauft mir was oder ich kaufe was von der Gesellschaft und es gibt eine Wertdifferenz. Ich habe ein Auto, was 1.000 wert ist und verkaufe es der Gesellschaft für 5.000, dann ist das eine Ausschüttung in Höhe von 4.000. Weil Differenz sozusagen nicht durch eine Gegenleistung gedeckt ist. Andererseits ist die Norm zu weit formuliert. Sie sagt nämlich theoretisch, dass man die Einlage nicht zurückgewähren darf, dass der Betrag absolut geschützt wäre. Das stimmt aber nicht. Ich darf tauschen. Ich kann also der Gesellschaft Sachen verkaufen, selbstverständlich. Solange Leistung und Gegenleistung gleich viel wert sind, ist das kein Problem. Probleme treten erst dann auf, wenn ich sozusagen eine Wertdifferenz zu meinen Gunsten als Aktionär kriege. Und schließlich haben wir im Gesetz noch Ausnahmen, das sehen Sie hier, Satz 2 und Satz 3. Die finden Sie sowohl im GmbH-Gesetz als auch im Aktiengesetz. Hier gilt nicht bei Leistungen, die aus einem beherrschten Gewinnabführungsvertrag sind und gilt nicht für Aktionärsdarlehen. Hier im GmbH-Recht steht ebenfalls beherrschter Gewinnabführungsvertrag oder
Gesellschafterdarlehen. Das heißt, diese beiden Ausnahmen haben Sie in beiden Gesetzen. Der Gesetzgeber will damit sicherstellen, dass, wenn es einen Verlustausgleichsanspruch nach 302 Aktiengesetz gibt, der vorrangig ist gegenüber diesem 57. Und zum anderen will er damit klarstellen, dass bei einem Darlehen grundsätzlich keine Rückgewähr folgt, weil man tauscht ja nur die Auszahlung des Bargeldes gegen eine Forderung gegen den Gesellschafter. Ich gebe dem Gesellschafter Geld, habe dafür aber einen Anspruch erworben. Das heißt, auch da haben wir Gleichwertigkeit. Das regelt der 57 Absatz 1. Das ist also diese Norm. Wir müssen nächste Woche dann dummerweise noch den 57 Absatz 3 uns angucken. Wir haben jetzt nur den Absatz 1 gesehen. Der ist eine absolute Grenze. Das ist eine feste Staumauer, nämlich das eingetragene Grundkapital. Der 57.3 ist demgegenüber eine dynamische Grenze, die abhängig ist vom jeweiligen Jahresüberschuss. Das heißt, wir haben zwei Hürden, die jedes Jahr übersprungen werden müssen. Das machen wir aber dann nächste Woche und deshalb haben Sie jetzt frei.